Ich bin heute hier in TuS Bummeray mit Thomas Kastenmeier und er wird mir heute erklären, wie man richtig Freistöße schießt. Hallo Thomas. Hallo. Ja, wie gesagt, das ist natürlich eine reine Trainingssache, wenn man die Freistöße aufs Tor bringen will. Vor allen Dingen, wenn wir versuchen, den ja, der über die Mauer geht. Ja, müsste er immer hoch einschlagen, wenn man mit dem Innenspann schießt. Man muss richtig Druck dahinter kriegen. Nicht so viel Rückenlage, sonst geht er natürlich drüber. Das weiß jeder Fußballer. Wenn ich zu weit vorne bin, dann kriege ich ihn nicht über die Mauer. Es steckt viel Übungssache dahinter und gehört natürlich immer wie im Fußball halt, bei allen Dingen einen Haufen Glück dazu. Ja? Allerdings, wenn man natürlich in seiner Karriere schon einen Haufen Freistoßtore geschossen hat, dann denke ich mal, dann hat man auch das zu Recht, dass man sagt, okay, das ist ein Freistoßspezialist. Also wie genau kann ich mir jetzt, wenn ich mir den Ball hinlege und aufs Tor schießen will, wie genau kann ich den jetzt platzieren durch Technik und halt gewisse kleine Kniffe, die man lernen kann, sodass jeder eigentlich gute Freistöße schießen kann? Ja gut, wenn man ja sagt, heutzutage schaut, dass Freistoßspezialisten gibt es nicht viele. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass hier in jeder Mannschaft fünf dabei sind, die das können. Meistens hast du einen und viele haben auch überhaupt keinen, wo es halt einfach nicht funktioniert. Wenn man so einen Ronaldo hernimmt, der schießt natürlich die Bälle ganz anders und der wird es auch sehr viel trainieren als wie, was weiß ich, ein Verteidiger. Ja? Aber wenn man den richtigen Schusstechnik raus hat, mit dem Innenspann, und man übt und übt und übt, dann wird irgendwann früher oder später. Ich habe mir früher zum Beispiel immer Cola-Dosen auf die Latte gestellt und habe die Cola-Dosen dann runtergeschossen, weil ich ungefähr wusste, wo er hin soll. Ja? Und wenn ich das übe und übe und übe und immer wieder soll er da hinkommen. Das ist das Gleiche, warum trainieren große Mannschaften bei so einer Europameisterschaft Elfmeterschießen. Ja, damit ich mir eben die Sicherheit hole, damit ich weiß, was los ist, wo der Torwart steht und damit ich im entscheidenden Augenblick dann zuschlagen kann. Und Freistoß ist jetzt, sagen wir mal, nicht so eine Waffe wie ein Elfmeter, aber Freistöße entscheiden nun mal in unserem Sport auch Spiele. Und bei den großen Gegnern ist es so, dass es immer ziemlich eng ist und hast du dann jemanden drin, der sowas kann, dann ist es eigentlich, wenn du den auf deiner Seite hast, dann ist es eigentlich richtig gut und ist eigentlich ein Pluspunkt für dich. Ja, können Sie uns das mal dann zeigen, wie man so richtig Freistöße schießt? Ja, ich versuch's mal, ob ich's nur drauf hab. Dann mal auf. Also vielen Dank, dass Sie mir das so gut erklärt haben. Und jetzt versuche ich es am besten mal selber. Jetzt habe ich einen Einblick bekommen von dem, ich würde das schon sagen, Fußball-Freistoß-Profi Thomas Kastenmeier. Und er hat mir jetzt wirklich Tipps gegeben, wie ich die auch einsetzen werde. Und ich werde das schaffen, noch ein paar schöne Tore zu erzielen.